Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kraus, es ist schon mehr als lächerlich, wenn Sie sagen, dass Sie sich gerne einen Landesaktionsplan für Familien gewünscht hätten. Sie sind doch seit über 20 Jahren in der Regierung. Wieso haben Sie diesen denn nicht, wieso haben Sie diesen denn nicht durchgesetzt? Also, das war wohl jetzt ein ganz klares Eigentor für die CDU, und der Wähler draußen wird sich wohl dann auch seinen Teil denken. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Köpping, ich würde gerne mal wissen wollen, ob es etwas mit fehlender Akzeptanz zu tun hat, wenn bei der Vorstellung des Landesaktionsplanes null Vertreter der CDU, also Ihres Regierungspartners, zugegen sind. Ich denke, ja. Vermutlich ist es so, dass die Kollegen von der CDU ihren Aktionsplan vielleicht für unnötig halten. Und warum wird dieser Aktionsplan heute nur auf Initiative der Linksfraktion im Plenum diskutiert? Wieso bringen CDU und SPD dieses Thema nicht auf die Tagesordnung? Herr Kraus, wahrscheinlich deshalb, damit Sie sich bei Ihren Wählern und Ihren Mitgliedern nicht hierfür rechtfertigen müssen. Aber sei es drum. Die CDU hat diesen linken Aktionsplan mit vorangetrieben und sich damit von einer bestimmenden SPD die letzten Verteidigungsmauern konservativer Politik widerstandslos einreißen lassen. Und genau diese Abkehr der CDU vom Konservativen hat letzten Sonntag dazu geführt, dass wir als AfD in unserem Freistaat Sachsen nach über 20 Jahren CDU-Herrschaft uns in Freistaat Sachsen zurück in konservative Hände geholt haben. Die neue konservative Volkspartei in Sachsen ist die AfD, werte CDU. Damit müssen Sie sich nun mal abfinden, zumal Ihre Parteivorsitzende weiterhin glaubt, alles richtig gemacht zu haben. Und da zitiere ich. Eine Zwischenfrage. Nein, und da zitiere ich gern: Ich kann nicht erkennen, was jetzt anders gemacht werden sollte, um das mal sinngemäß darzustellen. Gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage? Nein, und auch Ihr. Wir haben Verstandene, wird sie nicht mehr aus dem Tal der Tränen hieven können. Kommen wir nun zurück zum Landesaktionsplan. Fakt ist, dass in Deutschland und Sachsen keiner wegen seines Geschlechts und seiner sexuellen Orientierung diskriminiert oder benachteiligt werden darf. Dies sind Werte, die es natürlich zu verteidigen gilt. Jeder Diskriminierung oder Benachteiligung muss aktiv entgegengewirkt werden, keine Frage. Aber dafür gibt es doch schon eine Vielzahl an Gesetzen. Und hierbei verweise ich unter anderem auf Artikel 3 Grundgesetz und auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Zudem ist der Freistaat Sachsen in diesem Jahr der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten und möchte nun, wie im Aktionsplan zu entnehmen ist, auch der Charta der Vielfalt beitreten. Ich frage Sie allen Ernstes, ja, was denn noch? Wo soll das denn noch hinführen? In die totale Verwirrung? Ich sage es Ihnen ganz klar und deutlich, es sind keine weiteren Gesetze und Regulierungen notwendig. Wir haben hierfür schon die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. Zudem treiben Sie mit Ihrem Aktionsplan unter dem Deckmantel der Toleranz und Akzeptanz die Frühsexualisierung in Kitas und Schulen weiter voran. Und wie sich das auswirkt, können wir beispielsweise in Rheinland-Pfalz sehen, wo mit dem sogenannten Kita-Koffer unsere Kinder belästigt werden und mit Puppen Geschlechtsverkehr nachstellen sollen und sich dazu in eine Kuschelecke begeben sollen. Werte Abgeordnete, das ist ein schwerer Eingriff in die Entwicklung unserer Kinder, der umgehend gestoppt werden muss. Kurzum, diesen Aktionsplan braucht es nicht. Wir sollten uns lieber mit drängenden Problematiken beschäftigen. Hier seien beispielsweise die innere Sicherheit, die Kinder- und Altersarmut, Bildung, Infrastruktur oder die ungeregelte Zuwanderung benannt. Denn mit solch einem Programm schaden Sie nicht nur unseren Kindern, sondern auch sich selbst. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Herr Kraus und Frau Butterberg, ich möchte noch einmal auf den Landesaktionsplan und Pegida zurückkommen. Dies ist ja von Ihnen gerade thematisiert worden. Wie wäre es denn mit einem Landesaktionsplan gegen Linksextremismus? Und hierbei verweise ich nicht nur auf den Eisenstangenangriff, welcher auf einen Pegida-Teilnehmer verübt worden ist, sondern hierbei verweise ich auch auf einen Angriff eines unserer AfD-Mitglieder im Rahmen des Bundestagswahlkampfs, einem Rentner, der an einem AfD-Infostand auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen worden ist. Denken Sie doch bitte mal über derartige Landesaktionspläne nach. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir hier auch alle im Plenum, alle Fraktionen im Plenum aktiv werden sollen. Vielen Dank.